Warum ist mir das wichtig? Mir ist es wichtig, dass die Menschen sich das Yoga auch ins Leben mitnehmen können. Und darum hole ich das Yoga auf die Matte herein und hoffe damit, mein Scheitern und mein Gelingen auch ein bisschen mitzuteilen. Und die Menschen haben dann die Möglichkeit, sich das auch in ihr Leben mitnehmen, weil letztendlich braucht jeder Tools und Werkzeuge für das eigene Leben. Gegensatz würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Es ist mehr so, Yoga ist so die Basis, das ist so wie das Gefäß, würde ich mal sagen. Und das Softwareunternehmen ist einfach ein Teilbereich meines Lebens, wie andere Bereiche auch. Na, das, was mich stärkt, ist diese Sichtweise auf das Leben und zu hinterfragen, ist es auch tatsächlich so oder gibt es da noch eine andere Sichtweise, und die Möglichkeit auch zu schaffen, zu sagen, es gibt immer einen Weg, es geht immer weiter. Also irgendwie geht es immer weiter. Also wenn ich jetzt meinen Alltag hernehme, weil Kämpfe gibt es ja viele, aber so von meinem Alltag her ist es die Frage, was gibt es denn heute zum Essen? Ich koche nicht gern, wirklich nicht. Und das Essen, das ich dann koche, passt nie. Und meistens ist es so, dass es nur mir schmeckt. Das ist so mein täglicher Kampf. Was gibt es denn heute zum Essen? Schönes Außenbild. Natürlich bin ich chaotisch und unentspannt. Das ist das Leben. Und wäre das nicht so, lässt man das Leben, glaube ich, nicht so sicher an. Also ja, ich bin durchaus unentspannt und chaotisch. Puh, der ultimative Tipp, oder wie? Also ich würde mal wirklich, tatsächlich ist es eine bewusste Atmung, ein bewusster Atemzug. Und die Atmung genau dorthin zu fließen zu lassen, wo die Enge am meisten spürbar ist. Aber es gibt Situationen, wo es dann auch besser ist, man geht aus der Situation raus, weil sonst vielleicht doch die Explosion führt oder kommt. Was muss der mitbringen? Also der zu mir in die Yogastunde das erste Mal kommt, sollte vielleicht die Offenheit mitbringen, dass es Yoga ganz anders ist, als wie er es in der Zeitung gelesen hat. Und dass es beim ersten Mal auch anstrengend sein kann für den Körper und für den Geist, weil er einfach ganz was Neues mal an sich heranlässt. Die Yogastunden im WTV sind mir sehr wichtig, weil ich es einfach gern habe in einem Verein, wo so viele qualifizierte Trainerinnen und Trainer unterrichten in den verschiedensten Bereichen, wir für viele Menschen einfach auch kostengünstig ein Angebot setzen können. Und diese Mischung in den Stunden, ganz unterschiedliche Typen zu haben, ist einerseits herausfordernd und gleichzeitig liebe ich das aber auch, einfach die Unterschiedlichkeit der Menschen in den Stunden zu haben. Was mich motiviert, Sport zu treiben. Es ist ja Teil, also Sport, ich bewege mich gern, sagen wir mal so. Und es ist einfach Teil von meinem Lebensstil, mich zu bewegen. Und immer mehr kommt natürlich der Gedanke, die Gesundheit zu erhalten. Und da ist Bewegung ein wichtiger Teil, Sport, und das motiviert mich dann tatsächlich. Eine gute Eigenschaft. Ich denke, es ist diese Positivität, die ich jetzt schon langsam erlange. Eben diese Einstellung, es geht weiter, wir können das schaffen, es gibt einen Weg. Das glaube ich, wäre so eine, die ich mir erhalten würde. Ja, lieber Mensch, der du noch nicht Yoga an dich herangelassen hast, ich würde es einfach mal probieren. Schau es dir an, dein Körper ist gemacht, um sich zu bewegen,
unbewegt zu werden. Und im Turnverein ist das Angebot so riesengroß, dass bestimmt auch was für dich dabei ist.